3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1 und go. Warte, wir machen nochmal neu. So, 5, 4, 3, 2, 1. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu einem Let's Play namens Grounded. Ich bin nicht alleine. Ich bin am Start hier mit der lieben aka Anne. Mach's halt. Hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh ja, das Spiel ist gestern, wenn wir das jetzt hier aufnehmen, wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich schon Wochen raus, aber es ist gestern rausgekommen. Monate. Jahre. Jahrzehnte. In Geschichte. Treten wir ein oder so. Guinness World Records mit dumm labern, das können wir. Ja. Wir sehen uns gleich in-game, würde ich sagen, und ne? So, ja, wir sind jetzt hier im Auswahlmenü der Survivor sozusagen. Was ist denn überhaupt Grounded? Grounded? Ein Survival-Spiel, was im Vorgarten stattfindet. Wie? Im Vorgarten? Was ist das denn? Dass du fragst. Wir sind irgendwie durch irgendeinen Zufall geschrumpft worden. Okay. Wir müssen jetzt in unserem Vorgarten überleben. Und natürlich sind wir nicht alleine. Wir haben kleine Käfer, die uns an die Wäsche wollen. Nur die Käfer oder auch noch was anderes? Ja, ich bin echt gespannt. Wir suchen uns jetzt hier als erstes mal so einen Spieler aus. Es gibt hier zur Auswahl den guten Max und den guten Pete oder die liebe gute Willow und die liebe gute Hoops. 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 Hoops, I did it. Nee, egal. so, ja, ich möchte diesen wunderschönen Max. Ja, genau, Max ist cooler in Englisch. Ja, das Spiel ist momentan nur in Englisch, aber irgendwie soll das auch bald auf Deutsch kommen, zum Update bekommen. Genau, das ist als Ziel oder als Future Update, ist es auf jeden Fall geplant, die Übersetzung mit einzupflegen. Gut. Du nimmst Max? Ich nehme Max. Dann nehme ich Goofy. Nein, ich nehme Hoops. Wir sind Goofy und oh, Max. Jeder Tag ein Klecks. Ja, Mann. Okay, ich starte mal, ne? Würde ich sagen. Ja. Das ist das erste Let's Play, was wir hier aufnehmen. Zusammen vor allem auch. Ach so, ja, meine ich ja. Premiere. Und Premiere. Ewigkeiten. Oh ja. Ja, bei mir vor allen Dingen auch, ne? Also, ich glaube, zwei Jahre. Ja, eineinhalb. Ja, bestimmt. Hey. Warding. Ja, wir haben natürlich jetzt schon mal im Off ein bisschen getestet, wegen dem Sound und so weiter. Aber mehr auch nicht. Du hast Ohren, die abstehen. Okay, Gameplan. Figure out where I am, find out what happened. Then knock it down Hoop-Style. Hoop-Style. Okay, ja, wie ihr schon sehen könnt, hier, wir sind ziemlich, ziemlich klein, ne? Also, irgendwie ist hier so ein Koffer. Sie croucht dahinter. Oh, eine Spritze. Wir haben uns scheinbar irgendwas eingeflößt, weil hier sind wir rausgekommen. Denke ich, hier aus diesen Büschen. Weißt du, was cool, unlogisch ist? Es gibt 4 Spieler, es sind aber 5. Vielleicht ist das Mysterium. Er ist die 5. Person. Oh Gott, ich weiß es auch nicht. Ja. Ja, wir sind ziemlich, ziemlich klein, hatte die Anne ja vorhin schon gesagt. Und wir sind irgendwie im Vorgarten. Wir wollen jetzt auch direkt mal rausgehen einfach, oder? Uns das mal hier angucken. Ich finde, das ist so interessant, das Spiel. So ja, definitiv. The Forest, nur nicht im Forest, sondern Garten. Ja, ich finde den Comic-Stil übelst nice. Also wirklich. Und ist auch, wenn ich es richtig gelesen habe, in der Unreal Engine. Richtig gut, auf jeden Fall. Wie das hier rüberkommt, auch mit der Sonne und so. Richtig gut, dann dieser Ball. Baseball. Oh, ich schnapp mir gleich mal einen Stein. Ein Stein? Mhm. Okay. Und du kämpfst auch direkt schon wieder, ne? Du weißt, dass... Nein, also ihr müsst wissen, in der Probeaufnahme haben wir eine Ameise getötet oder angegriffen. Und das war nicht gut. Ja. Denn da kamen ganz viele. Ja, und die Ameise rennt auch irgendwie weg. Ich hab das, ich hab ein sehr schlechtes Gefühl. Meinst du, die rennt nicht jetzt in den Bau und holt noch mehr? Ja.
Eventuell. Ja, es ist ein ganz normales Craft-System, das zeigen wir euch gleich auch noch auf jeden Fall. Also wir haben wirklich nicht... Sammeln. Ja, sag ruhig. Wir haben wirklich nicht viel vor. Also wir haben Crafted ein bisschen getestet. Ungefähr wissen, was wir hier fabrizieren können und wollen. Definitiv. Der Tennis... Ach, der Tennisball. Habe ich Tennisball vorhin gesagt? Ich meine natürlich den Baseball. Oh, du hast Baseball gesagt auch. Okay. Der sieht mega... Sepp, mitnehmen. Hab ich doch schon. Ich wollte dir auch was überlassen. Ah, dann. Da hinten, wir haben auch sowas wie kleine Aufgaben. Hier oben links in der Ecke steht Track the Signal to its source. Bedeutet, dahin. Ausrufezeichen. Ich bin da. Ich werde aber meine Kamera, glaube ich, noch ein bisschen nach drüben verschieben, weil ich bin über der Essens- und Ausdaueranzeige. Über der Essen? Hast du deine Kamera links? Ich habe meine rechts. Jo, also ich habe meine Kamera jetzt natürlich auch rechts. Profi! Ich habe einfach mal links in der Aufgabe Aufnahme rübergeschoben. Ja, kann man mal machen, oder? Ja. Mal gucken, ob es jemand aufgefallen ist. Einmal einen Kommentar bitte schreiben. Ich glaube, hat seine Freundin gerufen. große Ameise. Ich helfe dir. Auf sie mit Gebrüll. Die anderen kommen auch von hinten. Oh nein, nicht von hinten, das mache ich nicht. Du bist tot, kann das sein? Mhm. Und du auch gleich? Ja, warte. Oh Gott, ich hau ab. Lauf. Lauf, Horace, lauf. Oh ich Gott. Komm zurück. Jetzt ist ein bisschen am Ruckeln. Oh. Oh Gott. Warum greifst du auch einfach alles an? Die hat mich zuerst angegriffen. Oh, sie ist weg. Ich bin einfach einen Grashalm hochgeklettert. Aber einen Grashalm hochklettern? Ja, hier. Danke für die Ortsangabe. Damit kann ich jetzt... Das ist wie wenn du im Wald stehst. Wo bist du? Am Baum. Ich glaube, ich stehe im Wald und Hotzenklotze beißt mir ins Beinkleid. Die fressen alles. Oh Gott. Die sind ja immer noch heiß. Was sind denn da unten? Oh Gott. Hi. Mein Leben ist halt ultra low, low, low. Kann ich einen Pilz essen? Ich glaube, das ist da nicht so gut, was du da gegessen hast. Nee, ich glaube auch nicht. Boah, aber ich hab kein Leben mehr. Weil die sind ja doch einfach überall. Au. Ja, wir müssen gucken, dass wir irgendwie was Essbares craften. Ja. Sag mal, wenn du gleich irgendwie Zeit hast, dass wir ins Craft-Menü mal gehen. Ja, ich habe jetzt Zeit. Okay, ich komme unten in Sicherheit. Hi! Hi! Na? Na? Mal ein bisschen. Ja, hier so. Ist toll. Sorry. Craft-Menü. Wir sind jetzt hier im Craft-Menü. So, jetzt. Irgendwo kann man was essen. Ressource? Meal. Aha, guck mal hier. Dry Grass Chunk. Okay, das geht noch nicht, weil wir brauchen noch ein Tool. Wir brauchen eine Axt. Und eine Workbench. Eine Workbench? Hm, steht unten bei diesem Roses. Oh, meinst du das? Ah, die Snacks. Snacks, guck mal, Snacks. Ah, ja, hier, da brauchen wir noch Tab. Wieso brauchen wir eine Workbench? Unten, Missing Ingredients steht da, also es fehlen noch Zutaten. Und wir brauchen eine Workbench. Und wie macht man eine Workbench? Oh, die haben wir, glaube ich, noch nicht eingeschaltet, wie es scheint. Sehr gut. Den müssen wir handeln. Wie machen wir das? Wahrscheinlich durch Mission, oder? Ich denke schon, wir müssen bestimmt erstmal zu diesem komischen... Das Problem ist, ich habe jetzt Hunger, ich habe gar kein Leben mehr. Hm. Ja, wir brauchen... Ihr seht, wir sind gut vorbereitet, wir können das Spiel sehr gut schon hier. Oh, da war. Ich brauche eigentlich nur zwei von diesen Glibber-Dingern. Mal bitte in den Himmel. Und jetzt trete ich mal um. Oh, sieht gut aus, ne? Ja. Achso, oh Gott, was ist das denn? Ja, keine Ahnung. Ist das eine Kamera? Ja, das sieht aus wie von. Schrumpfstrahler. Ja, Schrumpfstrahler. Kennst du den von Flubber? Oder wie der Film hieß? Nee, wie hieß der nochmal?
Wo der die Kinder auch kleiner gemacht hat. Oh, ich hab die Kinder geschrumpft? Ja, genau. Irgendwie so. Ich hab die Kinder geschrumpft. Frau, ich hab die Kinder geschrumpft. Frau! Frau! Oh Gott. Ameisen. Oh, was haben die? Eine Ameisenstraße. Ja, das Wichtige ist jetzt irgendwie, wir brauchen irgendwas zu treten, ey. Lass mal zu dem Ausrufezeichen. Wo war denn das jetzt? Da hinten, wo meine Tasche liegt. Nee. Ja? Siehst du, wo meine Tasche liegt? Glaube ich nicht. Ja, ja. Doch, doch. Meine Keime. Ah. Oh, was ist denn hier? Wir wollten zur Tasche? Ja. Wir kommen vom Weg ab hier. Ja, zielführend. Ja. Oh Gott, hier ist eine Klippe. Wenn ich da runterspringe, bin ich bestimmt tot, oder? Ameisen. So viele Ameisen sind da unten. Das ist eine Blattlaus. Oh, die haben eine Blattlaus getötet. Oh. Ey, die wollen mich killen. Also, das die tragen die Laser, oder? Also ich kann da nicht runtergehen, weil die greifen mich direkt an. Das sind diese Bösen. Ah, die haben dich da auf dem... Ja. Ja. Wir gehen doch hier hin, komm. Ja, irgendwie. Boah, wie cool das einfach aussieht hier. Ich mag auch den Stil. Ich finde, Spiele müssen nicht so ultra realistisch sein. Nee, gar nicht. Comic-Stil. Richtig gut. Ja, oder? Vor allem dieser Comic-Stil, der gefällt mir richtig gut. Bei Unreal Engine trotzdem noch so geile Wasserreflektion. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Wie cool! Tja. Ah. Nee, ich bin auf diesen Dings. Eine Schaltplatte. Ja. Ich bin einfach ins Loch gefallen. Das passiert mir öfter. Was ist das denn? Ich wurde angegriffen von einer Gnat. Eine Gnat. Das sieht aus wie so eine Obstfliege, Alter. In buschelig, aber. Bah, ich glaube, das ist einfach eine Fliege. Naja, Autos sind hier im Garten, nicht? Nassfass. Guck mal, wir können einen Bogen machen. Ah, in das Loch bist du gefallen. Ja, genau. Gut, oder? Ja. Ich will überall hinlaufen. Alles entdecken. Ja, wir haben aber noch nichts zu essen. Und das macht mir irgendwie ein bisschen Sorge. Little Slurp, Find Water. Oh, ich brauche noch was zu trinken. Oh no. Ja, Water findest du an diesen Wassertropfen. Ach, guck mal hier oben. Guck mal, boah, wie cool. Wassertropfen. Guck dir das mal an. Dahin? Ja, wahrscheinlich auf der... Kannst du das irgendwie bewegen? Ja, wir müssen das filmen, oder? Boah, das sieht... Schade, dass man da nicht gegenhauen kann. Da fällt runter. Guck mal. Oh nein, ich hab gerade gecraftet. Hinter dir. Ja, wo ist denn da? Links? Da? Oh, ja, vor dir. Hier, was. Trink mal. Und du. Okay, du kannst gegen das andere Ding hauen. Hier. Du musst gegen dieses Blatt einfach hauen. Da ist doch gar nichts mehr. Oh, das klingt zu süß, wenn das... Wenn ich es treffen würde. Gegen die Fliege. Wird der es schaffen? Aua. Immer noch die Knarre. Hä? Wo ist es denn? Da. Hier. Hört sich total süß an. Hier ist noch Wassertropfen. Hier. Oh, ich habe Miet gefunden. Ich habe genappt Miet. Hey, gegen dieses Ding muss er hauen. Hier. Hinter dir? Hallo. Ja, gegen dieses Ding hier. Dann fällt der Wassertropfen da runter. Zack. Hey. Meine Bubi. Das ist cool gemacht. Und hier ist Zap, also hier ist Hart. Wo? Unter mir. Wir brauchen... Darf ich das haben? Dann kann ich... Ne, ich brauche zwei davon. Ist die. Also am... Brauchst am du Holz? Noch? Hab ich noch. Ne, dann kannst du das vielleicht auch craften. Ach, guck mal, hier ist Zap. So, hier, zack. Snack. Hast du Hunger? Ja, deswegen, ja. Warte, hier, so. Guck mal, kann ich craften? Ne. Was denn? Was hast du denn? Ja, ich hab, weiß nicht, ob das schmeckt, aber... Hier. Pilze habe ich auch. Nee, das ist Fleisch.
Fliegenfleisch esse ich auch ultra gerne. Deswegen fährst du, wenn du Fahrrad fährst, hast du einen Hund auf, weil du... Ja. Was stimmt mit dir nicht? Da ist noch Wasser. Dings. Ich glaube, ich würde so... Nicht runterfallen, ich glaube, das klatscht. Hast du? Aber kein Beifall. Hm. Ja, aber ich kann doch kein Fliegenfleisch jetzt einfach essen, oder? Da steht doch Konsum, probierst du einfach mal. Ach, guck mal hier, wenn du auf B drückst, guck mal. Ja, also... Guck hier. Ach, ein Blueprint. Und hier ist ein Wassertropfen. Guck mal hier, wie cool. Wir brauchen jetzt nur noch Dry Grass. Okay. Problem ist, wie kriegen wir dieses Dry-Dingsbums hier? Dry Grass, wir brauchen eine Axt. Eine Axt? Ich hab nur einen Bogen, kann ich machen. Ist das eine Lampe hier, eine Fackel? Komm mal schnell! Wow! Ich warte extra. Hui! Oha, oh, ein. Guck mal, ein Tropic. Tropic Op. Tropico. Punch. Trinkpäckchen. Vielleicht ist da was zu trinken. Essen kriegt. Wie cool das einfach aussieht. Ohne Spaß. Hier ist Honeydew. Vielleicht kannst du das auch essen. Slurp ist hier auch. Irgendwas. Ey, ach, Ameise. Slurp kannst du essen. Ameise. Guck mal hier. Hier ist ein großer Marienkäfer. Großer Fliegenpilz. Pilz auf Bein. Hey, Buddy. Clocks now. Oha. War das? Das ist ein aggressives Mistvieh. Also, diese Dinger kannst du auch slurpen. Das ist auch Essen. Okay. Essen oder trinken? Trinken, aber dann geht deine Nahrungsanzeige auch ein bisschen hoch. Ja. Ja, jetzt die Frage, wie können wir so eine Axt halt craften? Hm. Brauchen irgendwie solche Stride-Scheiben. Ressourcen. Dry Grass Chunk. Hier, Torch. Aha. Ja, ihr seht, das ist alles sehr, sehr komplex. Man muss sich da erstmal reinfinden, Leute. Aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie geschissen. Ich glaube, lass noch mal zu diesem. Okay, komm. Vielleicht bekommen wir da doch irgendwie irgendeine. Eine Axt. Rezept oder. Ich gehe mal auf den Map und da seht ihr auch, da sind noch Aufgaben. Da liegt mein Rucksack. Da ist ein Baseball. Auch eingezeichnet. Und da. Guck mal bitte, da oben. Ach, ein bisschen. Ja, und wir. Ich bin mal gespannt, ob das hier alles auch noch freigeschaltet wird. Also, wenn. Ultra. Ja, definitiv. Der auch noch in der Early Egg. Ich dachte Beta. Keinem aufgefallen. Nein. Ist ja auch so ein Glück. Nee. Dann aber. Komm, hören wir uns an, was da kommt. Oder? Ja, würde ich auch sagen. Das hört sich ganz gut an. Lass einmal da hinstampfen. Oh, was ist das denn hier? Ich hab da was getötet. Das lag auf dem Weg im Weg. Es lag auf dem Weg im Weg. Wir müssen einmal kurz gucken, ob hier diese Killerameisen sind. Mein Rucksack, ey. Achso, oh, sorry. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier einmal einen kurzen Cut. Wir sind jetzt hier am Computer und schauen, was es in der nächsten Folge hier zu sehen gibt. Ja. Tja. Das war's. Tschüss. Oh, ciao.